Das heißt, wir müssen jetzt raus und dann geht's weiter. Erreiche die Koordinaten. Hier wird es kalt. Ach, ich sollte meine Jacke anziehen. Zieh halt die Jacke an. Kapitel 3 im Blut. Na also, lass den Jäckle an. Dann geht's doch. Das kann man wieder nicht untersuchen hier. Aber das war jetzt irgendwie kein Speicherpunkt, ne? Servusle. Servusle Blumensternchen. Welcome back. Dum 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 dum. Ich schaue jetzt mal da hoch. Ja, war auch richtig, weil da ein Speicherpunkt ist. So, geht's jetzt da weiter oder nach unten? Das ist auch immer sowas, was mich stört, wenn ich nicht weiß. Aber ich glaube, das hier ist nur Nebenhöhle. Mit irgendwelchen ekelhaften Monstern wahrscheinlich wieder. Hypothermie. In Gebieten, in denen es schneit, kann es zur Hypothermie kommen. Sobald sie 100% erreicht, erliegst du deinen Erfrierungen und stirbst. Stell dich neben ein Feuer, um dich aufzuwärmen. Ja, neben ein Feuer stellen. Geht's jetzt dann da weiter? 94 Meter, ne? Das ist... Na gut, laufen wir halt mal zu. Entschuldigung. Okay. Ach, das ist ein Feuer. Logbucheintrag. Diese Pflanze brennt unter extremer Temperaturentwicklung, heißer als entzündeter purer Sauerstoff. Sie wird vorübergehend intensive Hitze abgeben. Okay, brennbarer Busch. Du kannst dich aufwärmen, indem du brennbaren Busch in Brand steckst und dich daneben stellst. Okay. Okay, und dann alles klar. Die Kiste versperrt mir den Weg. Sie ist zu hoch, um darüber zu springen. Okay. Da ist aber auch sonst nichts, ne? So, der ist jetzt abgebrannt, oder wie? Aber jetzt verschissen. Da ist... Oh, ein Wissenswürfel. Nochmal 8% erhalten. Da geht's nicht weiter. Da geht's zurück. Da ist nur die Frage, ob ich da irgendwas hinstellen kann. Weil da käme ich doch, glaube ich, hoch. Nur da nicht. Okay, da muss man wahrscheinlich doch den anderen Weg zuerst nehmen. Da wackelt immer alles, wenn diese Säule rauskommt. Wissensstein. Kann jetzt nicht schreiben, hab euch in der Tasche. Okay. Wissensstein, nochmal, jawohl. Viel fehlt nicht mehr. Irgendeine Art Anlage. Die Quelle der Übertragung liegt hinter diesem Tor. Aha.
verschlossen. Ach, wie komme ich da durch? Die Anlage Vensepta ist geschlossen. Wegen eines Eindringlings. Deine Freundin ist da drin. Tam, sie muss die Abriegelung ausgelöst haben. Gibt es einen anderen Weg hinein? Ja, ein Transitsystem für Material. Der nächste Zugangspunkt ist nicht weit weg. Ich schicke dir den Standort. Merci. Danke für den Standort. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder runter. Sollte ich mir das mal ansehen, was es auch ist. Das sieht interessant aus. Mhm. Da wollte ich jetzt eigentlich als erstes hin, bevor der Film losging. Fühlt sich warm an. Logbucheintrag. Thermale Verstärker und abstrahlendes Material. Vielleicht ist es eine Art persönliches Heizsystem. Wäre möglich, ne? Können wir es einbauen? Bauelement erhöht den Schaden des thermischen Konzentrators, wodurch er Eis durchbrechen kann. Okay. Machen wir. Ein paar andere Chancen haben wir ja eh nicht, ne? Okay. Sonst noch irgendwas, was ich an die rumrupfen kann? Nee, ne? Da kommen wir nicht rein. Also müssen wir auf jeden Fall da runter. Halt, darum. Die Büsche heben wir mal auf, solange wir sie nicht brauchen, ne? Weil der da ist jetzt auch nicht wieder da. Du kannst weißes Eis zu deinem Vorteil nutzen. Gegner können einbrechen und in das kalte Wasser darunter fallen. Beschädige das Eis, um ein Loch zu schaffen und deine Gegner hineinstürzen zu lassen. Nur hitzebasierte Waffen können Eis durchbrechen. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich das... Okay. Ah, und dann friert es wieder zu, weil es zu kalt ist. Und dann können wir auch dann aufkrabbeln. So, bist du irgendwo überall durchgeladen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt... Ja. Lass mich weg. Na, ich habe keine Ausdauer mehr, deswegen. Lass mich in Ruhe. Diese dummen, kleinen Mistviecher da. Ach ja, war Absicht. So. Oh, das schaut ja auch nice aus, oder? Okay. Let's go, let's go, let's go. Oh,
Okay, 50 Schuss sind auf jeden Fall schon mal gut. Hui. Ich glaube, das könnte sogar ein Spiel sein, was dem Sandman gefällt. Kann ich mir gut vorstellen, zumindest. So, wollen wir nochmal? Nächste Runde? Yes. Diesmal war ich schneller. Okay. Servusle. Servusle. Harry. Komm her. Schatzi. Oh, ich habe nur noch 2 Schüsse gehabt. Okay, ich denke mal, dass da irgendwas Großes kommt. Oder auch nicht. Zumindest hätte ich jetzt geglaubt, dass hier gleich irgendwas rausspringt. Okay, also da ist nichts weiter. Mond könnte das auch gefallen. Ja, ich glaube auch. Jetzt scanne ich. Kann ich dich vielleicht einfrieren? Bei den Temperaturen werde ich nicht lange durchhalten. Muss ich aufwärmen? Ja, ja, gleich. Kannst du das bitte anzünden? Danke. Oh. Meine Herren. Also so von wegen schneller aufladen habe ich das jetzt noch nicht gemerkt, ne? So, was haben wir hier noch? Akku aufladen? Ja, negatives Schutzschild. Holoköder. Ich bleibe mal auf Schutzschild. Oh, das Ding ist aus. Deswegen auch so viele von den Pflanzen. Das geht schon schnell hoch, ne? Infokapsel, Zylinder mit Informationen, aufheben. So, da sollten wir es aber geschafft haben. Okay, hier haben wir eine warme Stelle quasi. Okay. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, was das war. Dieses zylindrische Objekt scheint Informationen zu enthalten, die wichtig sein könnten. Der Inhalt ist auf irgend...
eine Weise verschlüsselt und erfordert ein spezielles Gerät, um gelesen zu werden. Okay. Was findet die Haltestelle des Transitsystems? Oh, was haben wir da? Ah, okay, wahrscheinlich die Infokapsel. Zum Übersetzen gedrückt halten. Übersetzt die außerirdische Schriftzeichen. Noch ein Vorfall im Labor. Ich muss dafür sorgen, dass die Exemplare kein Unheil an den Überwachungs- und Transportsystemen anrichten. Sie haben es geschafft, eine unserer Stromsteuerungskonsolen zu zerstören und das Transitsystem lahmzulegen. Ich konnte gerade so die sich entwickelnde DNA-Signaturen retten. Das erinnert mich daran, ein besseres Abriegelungsprotokoll für den Notfall zu schreiben, das automatisch alle Türen schließt, die zum Hauptlabor führen. Ah, dem ist natürlich Tara, oder wie sie heißt, in die Falle gegangen. Okay, noch ein Fähigkeitenpunkt, dann gucke ich mal ganz kurz, was wir für 2 Punkte bekommen. Aufklärung Umgebungsscanner erhält einen Aufsatz, mit dem er alle interaktiven Objekte und Ressourcen in der Nähe anzeigen kann. Das wäre natürlich nice, ne? 20% Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Verbrauchsgegenstand nach der Benutzung wiederherstellt. Was haben wir hier drüben noch? Leitfähige Bioenzyme mit einer Wahrscheinlichkeit von Sonnenverbrauch eingesetzte Geräte werden keine Energie, okay. Den Elementen widerstehen. Kates Immunsystem ist gestärkt und die Dauer von Statuseffekten wird um 30% verringert. Ich weiß da immer nie, was ich nehmen soll, ne? Nahkampf-Todesstoß. Mit einer Nahkampfwaffe einen Todesstoß zu versetzen, stellt 25% der Gesundheit wieder her. Allerdings nutze ich nicht sehr häufig Nahkampf. Also mich würde der Scanner reizen. Der würde mich reizen. Ich kann ja wieder zurücksetzen, also das ist ja nicht verloren. Ja. Okay. Da sieht man aber viel. Das ist wieder die Frage, was, ne? Ja, erstmal ans Tor gehen, aber auch die Ressourcen hier einsammeln. Ah, wahrscheinlich irgendwie richtig gegangen gerade, schätze ich mal. Ah, brauchst du einen Stromstoß? 2? Nein, einen. Okay. Oh. Nee, da haben wir wahrscheinlich nicht das, was wir nutzen können. Und mach mal Mr. Jefferson. Nee, der passt ja auch nicht. Also wir müssen hier irgendwas finden. Das ist inaktiv. Wegen der Notabriegelung. Was jetzt? Das Transitzentrum ist auf dem Berg. Geh dorthin, dann kann ich das System wieder aktivieren. Ich schicke dir den Standort. Es ist ein langer Weg. Es ist ein langer Weg, na super. Dann passt ja. Dann sind wir wenigstens in 10 Minuten fertig. Okay, da kann ich nicht weiter. Warte, da ist ein Wissensstein. Okay. Das heißt, wir müssen da hoch anscheinend. Ui!
Au! Lass mich halt wenigstens wegspringen. Ich glaube, Feuer war schon ganz gut. Autsch. Uiuiui, Mutter! Weg, 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 weg. Also ich will dir nichts über deine Figur sagen, aber du hast einen gewaltigen Hintern. So, was bist du? Galvanisches Extrakt bist du. 35% Wissen erhalten, das ist doch nice. Links war ein Wissensstein. Oh, habe ich was übersehen? Hier? Habe ich was übersehen? Du hast ihn doch schon aufge... Ach so, das war... Ja, okay. In Ordnung. Es ist schön, dass wir jetzt so ein paar Wissenssteine finden. Und unser Speicherpunkt. Dankeschön. Ja. Das war knapp. Upsi. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Ja, wünsche es dir. Ah, okay, da geht's schon weiter. Weil da war doch noch ein anderer Weg. Ich muss da zurück bei sowas. Weil ich dann Schiss hab, dass ich hier irgendwas verpasse. Hui! Für euch verbrauche ich nicht mehr mein... Ach so, das... okay, ich wäre quasi hier oben rüber gegangen normalerweise. Alles klar. So, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Gar nicht. Oh nein, nicht mit Gift, nicht mit Gift. Oh. Lululu. Wo ist der andere Hoshi? Da oben. Okay. Aber schön die Spuren, die sie hinterlassen hier. Krasso. Finde ich nice. Jawohl, her damit. Schauen wir mal, was wir da noch finden. Oder geht's da weiter schon wieder? Das ist immer das, wenn sie nicht weiß, wo es weitergeht. Weil ich möchte gerne die ganzen... Sachen erforschen. Dann gehe ich halt einmal da hoch jetzt. Und wenn es hier weitergeht, dann... Es muss doch einen Weg darüber geben. Kann ich da drauf springen oder... Nein. Okay.
konnte ich nicht irgendwie Eis schmelzen oder so? Nee, dann müssen wir wahrscheinlich da runter. Entweder da runter oder gehen wir mal da. Ein Bluttümpel. Oh, das Spiel macht süchtig. Nee, das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Okay, und von der Seite wären wir dann quasi auch gekommen, wenn ich eine da drüben... Eine inaktive Konsole. Sie steuert vermutlich die Ringe. Es fehlt eine Energiequelle. Ja, sag was. Da wären wir runtergekommen, okay. Da sind wir voll. Okay, dann gehen wir halt mal dadurch. Ich denke mal, dass wir müssen. Ja. Ich wollte eigentlich das da machen. Hallo? Lass mich weg, lass mich weg. Nein, Feuer. Nein. Okay, da kommen wir wahrscheinlich durch, wenn wir uns reinschießen. Bisschen Stein, jawohl. Na gut, wir brauchen die Büsche jetzt halt anscheinend nicht mehr. Wo geht's denn dahin? Secret? Haha, Bobas bester Beweis, dass es süchtig macht. 5 Stunden fast. Ja, es macht schon Laune. Oh, da haben wir Ausrüstung. Und nochmal ein Wissensstein. Heilungsstimulanz. Ein starkes... Danke. Es war zu schnell. So schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Kann ich da echt runterspringen? Nee, ich will mir nichts tun. Ich laufe lieber zurück. Andererseits, wenn der Weg so ist, ne? Ein Fisch? Nein, war kein Fisch. Fasern. Ich bin voll. Ups, ich wollte nicht zweimal schießen. Aha. Ich hab dich. Und jetzt kommt irgendwas raus aus dem Boden. Logbucheintrag. Dieses Gerät ist wohl eine Art Umspannstation, die Energie sammelt und überträgt. Sammelt und überträgt. Energiequelle. Der Kern dieses Objekts strahlt eine starke Energiesignatur aus. Sieht nach einer Art Energiequelle aus. Könnte nützlich sein. Könnte? Okay. Und jetzt kommen hordeweise Gegner. Wahrscheinlich nicht einbrechen lassen, oder? Doch. Wo kam denn der jetzt her, hm? Oh, Logbucheintrag. Eine von der Haut abgesonderte Substanz gefriert in der Luft und stellt den Eispanzer wieder her.
Diese Kreatur kann sich außerdem schnell regenerieren. Aber ein Schuss ins Herz unterbricht den Prozess. Ich weiß nicht, wenn so ein Viech auf mich zustürmt, dann bin ich froh, wenn ich irgendwas machen kann, aber dann noch aufs Herz zielen. Okay, aber wir frieren jedenfalls nicht mehr, ne? Warte mal, das da kannst du mitnehmen. Mal schauen, ob alles nachgeladen ist.